eine Paläontologin sagt zu Jurassic World 2. Das kann ja lustig werden, ey. Wehe, die sagt jetzt, das passt alles so, wie es da ist. Das glaube ich nicht. Gucken wir rein. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Spätvorstellung, das Kinomagazin. Nein, ich bin nicht Tim, das habt ihr sofort richtig erkannt. Mein Name ist Dennis, ich bin der Pressesprecher vom Landesmuseum Hannover und wir haben uns mal etwas Besonderes ausgedacht. Ich darf heute... Sieht aber auch schon aus wie so eine richtige Paläontologin, oder? Ach, ist das sau interessant, ey. Das ist so, so geil einfach, wenn man mich mit diesen Leuten mal unterhalten könnte. Die erste Spezialausgabe, ich sag mal das sogenannte Museum Special anmoderieren. Damit ich das nicht alleine mache, habe ich zwei Leute dabei. Einen kennt ihr bereits, das ist der Tim, der euch gut bekannt ist als Cineast und auch wandelndes Filmlexikon hier in Hannover. Natürlich bist du nicht Tim. Kennst du die oder was? Oder war das ein Witz? Ich kenne niemanden von denen, ich habe keine Ahnung. Aber er hat ein Jurassic Park T-Shirt. Also er muss auf jeden Fall sehr sympathisch sein. Und sie guckt einfach immer noch genauso wie eben gerade. Direkt neben mir begrüße ich Annette. Annette ist meine Kollegin hier im Haus und ist Paläontologin, also Dino-Forscherin. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht auch schon vorstellen, warum wir uns hier heute zusammengesetzt haben. Ich weiß, warum wir hier sind. Es geht heute also... Ach, da dachte man noch, dass Jurassic World 2 gut wird. Das waren auch noch Zeiten. Den neuen Jurassic World, den zweiten Teil. Oh, die guckt schon der, so, ey. Die guckt ja, schon so. Neuen Trilogie, das gefallene Königreich. Und darüber wollen wir einmal sprechen. Ganz kurz, ihr kennt möglicherweise auch die alten Teile. Es ist mittlerweile der fünfte Film der Reihe, die ursprünglich mal von Die guckt schon so, die denkt sich jetzt gerade in dem Moment, ich zerfick diesen Film jetzt gleich so richtig. Die ist schon so richtig, die... Ich glaube, das wird jetzt gleich echt böse. Mal gucken. Michael Crichton sich überlegt, ausgedacht wurde von dem Romanautor. 1993 hat Steven Spielberg den ersten Film dazu gemacht und mit Jurassic World 1 2015 wurde eine neue Trilogie aufgemacht. Erstmal vielleicht so vorab so ein erster Eindruck. Wir haben den Film zusammen geschaut. Wie hat er euch gefallen? Kann man sagen... Was, du hast mit der Annette zusammen... Das ist ja auch krass. Stell dir mal vor, du schaust dir einfach einen Science-Fiction-Dinosaurier-Film an mit einem echten Paläontologen, der Annette heißt. Die Annette heißt, Entschuldigung. Die wird doch immer so... Die hockt bestimmt von Anfang bis Ende hockt die so im Kino. Ununterbrochen am Kopf schütteln. Die Annette. Dinos gehen immer, Dinos im Kino sind super oder müssen wir doch noch irgendwie tiefer in die Thematik einsteigen? Also einen Paläontologen das zu fragen, ist natürlich gefährlich. Ne? Also Dinos gehen tatsächlich immer und für mich ist persönlich ist immer eine Genugtuung, dass bei den heutigen Filmen, egal wie laut sie sind und egal wie sehr man über Narrative und Dinge streiten kann, doch zumindest die Länge der Trickszenen deutlich jenseits der 6 Minuten aus dem ersten Film liegt. Ich habe den Satz eben nicht verstanden. Was hat sie jetzt gerade gesagt? War das eine Kritik oder war das was Positives? Und für mich ist persönlich ist immer eine Genugtuung, dass bei den heutigen Filmen, egal wie laut sie sind und egal wie sehr man über Narrative und Dinge streiten kann, doch zumindest die Länge der Trickszenen deutlich jenseits der 6 Minuten aus dem ersten Film liegt. Ich freue mich... Sie redet, für die es auch nicht verstanden haben, die auch so ein bisschen auf dem Schlauch stehen wie ich. Ich glaube, sie redet vom CGI. Dinosaurier sind ja in Jurassic Park 1... nur für 15 Minuten zu sehen oder noch weniger. Ich glaube, davon spricht sie einfach. Deswegen sagt sie Trickszenen. Über jeden Trick, der ein bisschen länger ist und auch über jede einzelne Spezies. Und wie hat dir der Film gefallen, Tim? Genau, also ich fand ihn eher durchschnittlich. Das Problem ist halt auch, was schon die Vorgängerteile hatten, es ist schon immer wieder ein Aufguss des Selben. Man hat irgendwie Versatzstücke, die man alle schon mal irgendwie gesehen hat, auch so diese ganzen ethischen Fragestellungen hat man irgendwie schon mal gesehen. Klar, also die Dinos werden natürlich immer besser animiert, es wirkt alles viel, viel authentischer und soll natürlich auch mal größer, schneller, weiter alles irgendwie werden in der ganzen Reihe, aber trotzdem fehlt halt, finde ich, dort so ein emotionaler Kern. Auch die Figuren fand ich jetzt halt sehr flach umrissen und deswegen war es in der Gesamtheit aus filmischer Sicht halt nur Durchschnittsware. Es ist ja im Prinzip so, dass... Das, warum der Film Charaktere hat, die nur durchschnittlich sind, das kann auch einfach daran liegen, dass wir in Jurassic Park Ideen hinter den Figuren hatten. Wir hatten einen Chaos-Theoretiker, einen Mathematiker, wir hatten
den alten Milliardär, wir hatten einen Paläontologen und seine Assistentin, wir hatten den Anwalt. Das sind alle Menschen, die eigentlich verschiedene Ansichten auf das Ganze haben. In Jurassic World haben wir einen Navy-Stil-Ex-Soldaten, der Dinosaurier mit der Handbewegung unter Kontrolle kriegen kann. Deswegen wirken die wahrscheinlich auch ein bisschen blass. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass Jurassic Park vorher als Buch geschrieben ist. Du kannst dir auch bei einem Film mal Gedanken über eine Figur machen. Das haben sie hier, finde ich, nicht gemacht. Ich meine, du siehst ja sogar in Jurassic World Dominion, da haben sie ja die alten Figuren wiedergebracht. Die sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Die haben nicht mehr diese Differenzen. Die haben irgendwo alle immer noch die gleiche Sicht. Aber trotzdem, die fühlen sich alle so generisch an. Aber schön, dass es ja auch nochmal gesagt wird. Jurassic Park 1993 war ein Riesenerfolg. Das war etwas komplett Neues, was da in die Kinos gekommen ist, auch von der Animationstechnik. Und Dinosaurier im Kino hatte noch keiner gesehen. Die folgende Film, die Nachfolger dann mit dem, wie hieß der eine, Jurassic Park, das war Die vergessene Welt 1997 und dann Jurassic Park 3 2001, waren dann auch schon nicht mehr ganz so erfolgreich und haben auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass dieses Franchise erstmal eingeschlafen ist. Das kann ich bei Jurassic Park 2 gar nicht nachvollziehen. Ich finde, Jurassic Park 2 ist mit Teil 1 auf einer ähnlichen Ebene. Warum nach Jurassic Park 3 gesagt wurde, ey, komm, lass mal sein, das verstehe ich dann schon. So sehr ich auch Jurassic Park 3 gerne mal verteidige, mir sogar eine Trilogie gekauft habe, wo der Spinosaurus auf dem Cover ist, im schönen Steelbook, hat man da auch schon gemerkt, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie jetzt erzählen wollen. Wir erzählen einfach irgendeine Geschichte. Und wie gesagt, mir hat es gefallen, aber du hast eben gemerkt, dass da kein Grundgedanke mehr dahinter gewesen ist. Jurassic Park 2 hingegen war für mich das perfekte Finale gewesen. Jurassic Park 1 und 2 gehören zusammen. Jurassic Park 3 habe ich dann gesagt, akzeptiere ich noch so, okay, das passt. Was Jurassic World halt macht, da lässt sich jetzt drüber streiten. Mal gucken, was die Annette dazu sagt. Jetzt hat man in Jurassic World ein bisschen was verändert. Da habt ihr auch schon in der anderen Sendung mal drüber gesprochen. Genau. Aber man hat auch vieles beibehalten. Also was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht so ein bisschen das Geheimnis, warum könnte diese neue Trilogie trotzdem funktionieren? Naja, man hat ja, wie gesagt, schon mal, also die Animationen sind ja, wie gesagt, deutlich besser und man hat ja jetzt bei Jurassic World auch dann halt diesen Indominus Rex kreiert. Das heißt, es ist ja irgendwie ein Hybrid aus verschiedenen Dinosaurier, DNS und genau, da wäre zum Beispiel auch gleich schon, wenn ich anhaken darf, also meine erste Frage, also ist es denn überhaupt wissenschaftlich? Bevor sie die Frage jetzt beantwortet, muss ich auch sagen, ja. Der Indominus Rex ist eine coole Idee, so sehr ich auch Jurassic World immer kritisiere. Ich finde die Idee, so weit zu gehen, diese Hybriden zu erschaffen, finde ich geil und nachvollziehbar, immer noch. Die Animation ist gut, auf jeden Fall, aber jetzt hören ihm auch schon langsam so die positiven Aspekte auf. Ja, mal gucken. Möglich, dass man verschiedene Saurier quasi zu einem Hybriden kombinieren kann? Eigentlich beginnt ja die Frage noch eine Stufe davor, ist es überhaupt möglich, Dinosaurier zu klonen? Und das wird es niemals sein. Also da hat sich jetzt auch ein Kollege aus Schottland schon mal so geäußert, der von der BBC gefragt wurde, der Steve Brossetti, und hat leider auch nochmal wieder alle so die Zähne gezogen. Hätte ich das nur nicht angeschaut. Warum gucken wir sowas? Das geht bestimmt. Und wenn das irgendwann der Fall ist, suche ich die Annette und zeige ihr den Dinosaurier. Da packe ich den Consognathus am Hals und zeige der Annette den so. Warum sollte das nicht gehen? Ich dachte mal, man war sich einig, doch es würde theoretisch funktionieren. Theoretisch, gut, weil DNA oder DNS, ist ja wurscht, ist ja dasselbe, ist eben nicht so lange haltbar. Also die Zellen in der DNA, die verrecken wohl nach ein paar Stunden. Ja. Aber es hieß doch mal, man kann DNA von Hühnern oder sowas zurückproduzieren, quasi rückwärts entwickeln. Stimmt das jetzt nicht mehr? Von wann ist denn dieser Bericht hier? Von 2018. Gut, da kam der Film gerade erst raus. Ist relativ aktuell. Das enttäuscht mich jetzt doch. Dann wird es also doch keine Tyrannosaurus-Nuggets geben. Das ist schon sehr schade. Und auch gesagt, es wird nicht gehen. Also die jüngsten Dinosaurierreste, die wir überhaupt haben, aus der obersten Oberkreide, sind 65 Millionen Jahre alt. Und da sind dann so viele Gesteinsveränderungen vor sich gegangen, dass von diesen Eiweißresten eigentlich nicht genug übrig ist. Genau. Und dann noch eine andere Frage, die ich mir halt immer gestellt habe. Also Owen, der Hauptcharakter halt in Jurassic World und Jurassic World 2, hat ja so eine sehr starke Bindung zu diesen Raptoren aufgebaut, weil er ja so als Alpha-Tier gilt und die ja auch so ein bisschen aufgezogen hat und sie ja irgendwie ein Vertrauen zu ihm haben. Also kann man denn überhaupt sagen, dass sowas denkbar ist, wissenschaftlich? Also dass man irgendwie, wenn rein theoretisch, wenn es Dinosaurier gäbe, dass man die wie Hunde so ein bisschen... Ja. Also da
Ja, gut, die Frage ist ja einfach nur, sind Dinosaurier Tiere? Und die Antwort darauf ist ja. Du kannst die doch nicht einfach fragen, ey, ist es möglich, dass wir, wenn sie die eben gerade noch beantwortet hat, wir können keine Dinosaurier erschaffen, kann doch nicht die nächste Frage sein, könnten wir die kontrollieren? Im Endeffekt kann sie das nicht wissen. Sie denkt jetzt nur ja, wird sie auch wahrscheinlich jetzt gleich erzählen, weil Dinosaurier einfach Tiere sind und wir können ja auch Tiere zähmen. Die Frage wäre jetzt einfach besser, würde das auch mit Velociraptoren so funktionieren? Also man kann ja bestimmt anhand der Genetik oder vielleicht auch wenn, was weiß ich nicht was, den Velociraptor mit irgendeinem Raubtier aus der heutigen Zeit auch gleichsetzen. Sagen wir jetzt mal, vielleicht mit einer Giraffe, wollte ich gerade sagen, was für ein Quatsch. Mit irgendeinem Raubvogel aus unserer heutigen Zeit, auch wenn es ein Truthahn ist, der gefährliche Raubvogel, dass man dann da sagen kann, okay, genauso wie man einen Truthahn zähmen kann, könnte man Velociraptoren zähmen. Man so auf reale Dinosaurier eingeht, weil ich glaube, das müsste gehen. Ich meine das auch schon mal irgendwo gehört zu haben, dass du bestimmte Saurierarten immer noch vergleichen kannst mit heutigen Spezies. Davon bin ich allerdings fest überzeugt. Ich kenne mich ganz gut mit Krokodilen aus. Und Krokodile sind die heute, kann man sagen, nächsten Verwandten gleich neben den Vögeln. Das heißt, wir haben sowohl die Vögel als Nachfahren der Raubdinosaurier als auch die Krokodile, die sozusagen die Cousins von allen Dinosauriern sind, also den Raubsauriern wie auch den diversen Pflanzenfressern. Und die zeigen allesamt, die Vögel ebenso wie die Krokodile, ein ziemlich ausgebufftes Sozialverhalten mit Bioakustik und allem drum und dran, mit Parental Care, also Elterntiere kümmern sich im weiteren Sinne mehr oder auch mal weniger um Nachwuchs, was Empathie und eben auch Sozialverhalten voraussetzt. Da bin ich also dann absolut fest davon überzeugt, dass das bei den Dinosauriern auch wirklich so gewesen ist. Finde ich gerade lustig, weil es ja auch sehr viele Kritiker gibt, die genau das angezweifelt haben. Ja, ich finde das dumm, dass Owen die Raptoren zähmen kann. Das fand ich auch eine coole Sache an Jurassic World. Das habe ich, glaube ich, nie kritisiert. Die Handbewegung, die ist irgendwann schwachsinnig, dass sie auch bei jedem funktioniert, wo er das macht. Aber die Idee dahinter, dass er die Tiere zähmen kann, ist also gar nicht mal so dumm. Sollte man mal vielleicht dem einen oder anderen Kritiker auch mal sagen, guck dir das Video hier mal an. Das Problem sitzt ganz woanders. Was ausgeblendet wird bei Jurassic World auch schon wieder, ist, dass wir eigentlich ja mittlerweile sehr viel mehr wissen über die Dinosaurier. Also die Tricktechnik würde noch wesentlich mehr hergeben an eingebauter, wirklich top aktueller Wissenschaft. Und dazu gehört unter anderem, ich greife nur ein einziges Feld raus, die Federn. Wir wissen definitiv von den Raubdinosauriern, dass sie zum größeren Teil befiedert waren. So, wo ist jetzt die Person, die mir unter ein Video geschrieben hat, die haben keine Federn, du Idiot, Reptilien haben keine Federn? Es ist ein Fell. Von den Raubdinosauriern. Unter anderem, ich greife nur ein einziges Feld raus, die Federn. Wir wissen definitiv von den Raubdinosauriern, dass sie zum größeren Teil befiedert waren. Aber Was? niemand hat Lust, in dieser Doppeltrilogie sich dem wirklich zu stellen, weil der T-Rex als scaly Monster, also als im Grunde schuppiger Drache mit so einer Drachenhaut, anscheinend doch noch beeindruckender wirkt. Das stimmt nicht. Das Ding ist, man wusste das früher einfach nicht. Also das, was wir hier sehen an Jurassic Park, das sind wirklich laut damaligem Gedankengang die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Mit den Federn kam erst später raus. Ich meine sogar zwischen Jurassic Park 2 und 3 wurde das langsam irgendwie so ein bisschen in den Raum geschmissen, dass die Federn haben. Und deswegen hat man angefangen, den Velociraptoren diese Federantennen da zu geben in Jurassic Park 3. Aber das stimmt nicht, dass das der einzige Grund ist, dass die so schrecklich aussehen. Das ist nicht richtig. Als wenn man sich so ein riesiges, befiedertes Gigantoküken da. Und auch da, es gibt Bilder vom Gigantoküken, wo sie der T-Rex akkurat dargestellt haben. Ist gar nicht mal so unheimlich. Krass, ist gar nicht mal so unheimlich. Ist gar nicht mal so schlecht, will ich damit sagen. Könnt ihr auch bei Google finden. Und bei der Serie Prehistoric Planet sieht man das Ganze nämlich auch, dass die Jungtiere zumindest befedert waren und die erwachsenen Tiere sehen dann eigentlich auch wieder so ähnlich aus wie er jetzt hier. Naja. Vorstellt, mit Flaumfedern, wie sie eben ein nicht fliegender heutiger Vogel hätte. Fazit.
Ja, also wer vielleicht, sage ich mal, reine Unterhaltung erwartet, irgendwie jetzt keine tiefgründigen Charaktere braucht, vielleicht ist nicht die komplexeste Handlung, der wird, glaube ich, schon ganz gut unterhalten werden. Was ist denn das für eine Aussage? Ja, also wenn die Story eigentlich nicht gut sein muss und die Charaktere auch scheißegal, wenn Dinosaurier einfach nur kurz durchs Bild rennen sollen, dann kann der Film einigermaßen anspruchsvoll sein. Was ist denn das für eine Aussage? Mal reine Unterhaltung erwarten. Ziehen wir ein Fazit. Achtung. Ja, also wer vielleicht, sage ich mal, reine Unterhaltung erwartet, irgendwie jetzt keine tiefgründigen Charaktere braucht, vielleicht ist nicht die komplexeste Handlung, der wird, glaube ich, schon ganz gut unterhalten werden. Und das ist doch der Grund, warum sich jeder Film heutzutage gleich anfühlt, weil Leute genau mit so einer Einstellung ins Kino gehen. Ich muss mir das gerade nochmal anhören. Also er versucht den Film zu verteidigen, obwohl er am Anfang noch gemeint hat, das war mehr so ein Mittelmaß. Ja, also wer vielleicht, sage ich mal, reine Unterhaltung erwartet, irgendwie jetzt keine tiefgründigen Charaktere braucht, vielleicht ist nicht die komplexeste Handlung, der wird, glaube ich, schon ganz gut unterhalten werden. Und ja, generell, wenn man irgendwie Dinos mag, wer jetzt irgendwie ein bisschen mehr Ansprüche hat, auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen was Raffinierteres möchte, auch vielleicht... Der halt nicht. Der hat halt gelitten. Ist ja auch scheißegal. Was soll's? Hat ja der erste Film schon gemacht. Figuren, mit denen man emotional noch ein bisschen mehr mitfiebert, für den wird es wahrscheinlich eine Enttäuschung sein. Also wie gesagt, es ist ein Mittel. Also jetzt mal ohne Mist, das Mindeste, was ein Film machen sollte, auch wenn er nur unterhalten soll, nur wie unterhält mich denn der Film, wenn die Figuren mich überhaupt nicht interessieren? Also das funktioniert doch so überhaupt nicht. Die Figur muss mich doch irgendwie interessieren, dass überhaupt der Film mir auch andersweise nur Spaß macht. Mehr mitfiebert, für den wird es wahrscheinlich eine Enttäuschung sein. Also wie gesagt, es ist ein mittelmäßiger Film und auf unserer Skala, so von also bis auf unserer Zählerskala würde ich halt 5 von 10 Punkten geben. 5 von 10. Wenn, wahrscheinlich müsste dann aber, wenn er das an Jurassic Park misst, müsste der 10 von 10 haben. Dann sagt er Jurassic World 2 hätte dann 5 von 10 Punkten. Okay, das passt. Ich würde ihm weniger geben. Wie viele Punkte würdet ihr Jurassic World 2 geben, wenn man 10 Punkte als maximal ansieht? Nur mal ganz kurz hier, um das abzuchecken, wie ihr das so seht im Chat. 3. 3 hätte ich aber wirklich auch gesagt. Ich muss nochmal ein Ranking dazu machen oder ich mache auch mal Kritikvideos zu den einzelnen Filmen. Da habe ich ein bisschen was dazu zu sagen. Hier, okay. 6 Punkte sogar. Okay, Spooky, du fandest den gar nicht mal so dramatisch. 3 von 10, 6. Oh, okay, das variiert aber auch schon böse, ja. 5 Punkte, da bist du jetzt hier mit Tim und Co. auf einer Wellenlänge, auch 5, okay. Und was würdet ihr dann Jurassic World Dominion geben, nur mal als Vergleich, da ich da mal sehe, wie das so ist. 3, 4, 10, okay, Spooky, du fandest den Film geil. 4, 2, 4, ey, ich fand Jurassic World Dominion jetzt auch nicht genial, aber ich würde doch nicht unterschreiben, dass Dominion schlechter ist als Fallen Kingdom. Ich mag den Indoraptor in Fallen Kingdom sehr gerne. Aber was ich in Dominion gar nicht ab kann, ist den Vulkan, der ausbricht. Ich finde, das ist ein unfassbar langweiliges Szenario, weil, wie er hier gerade auch schon sagt, mich die Figuren nicht interessieren. Ich finde die Idee mit dem Horroraspekt interessant, aber saudumm umgesetzt, mit dem komischen Keller in dem Gebäude. Ich weiß nicht. Da fand ich die Heuschrecken wieder mal nachvollziehbarer. Ich fand es nicht gut, aber ich fand es nachvollziehbarer. Ist halt, du hast schon irgendwo recht, ist halt echt dumm, wenn die Werbekampagne den ganzen Film zerscheppert. Ach, vielleicht passt das doch schon, ich weiß es halt nicht. Wenn man sagt, Jurassic Park 1 ist 10 von 10, Jurassic Park 2 ist für mich maximal oder minimal eine 8 von 10 an einem schlechten Tag. Ich würde sogar auch so weit gehen und sagen, das ist für mich auch eine 10 von 10. Jurassic Park 3, und jetzt wird es ganz kontrovers, ist dann für mich sogar eine 8 oder eine 7 von 10 noch. Jurassic World... auch in demselben Bereich wie Teil 3 und dann geht's langsam runter. Wir gucken mal weiter, was es hier noch zu sagen gibt von der Paläontologin zum Thema Dinosaurier in Jurassic World 2. Bei dir? Ja, also ich bleibe bei meinem Statement. Als Paläontologe ist das Narrativ nicht ganz so wichtig und wenn man selber runterschlucken kann und sagt, ich muss auch nicht unbedingt die neuesten Erkenntnisse sehen, ich verzichte jetzt meinetwegen auf die Federkleider oder moderne Aussagen zu Farbgestaltung und so weiter, sondern erfreue mich einfach an den sich bewegenden, rekonstruierten, ausgestorbenen Tieren, dann ist es schön. Also ich persönlich gehe immer wieder gerne in diese Filme und vermisse jetzt die Tiefe nicht so arg.
als Paläontologin so eine Aussage zu bringen. Gut, vielleicht hast du aber auch keinen Bock drauf, wenn du dich schon jeden Tag rund um die Uhr mit der Wissenschaft beschäftigst. Vielleicht ist es dann einfach mal ganz angenehm, dass der Film das nicht macht. Ich meine, er macht es ja in so einem Pseudo-Bereich, wo er erzählt, das ist in der Welt von Jurassic Park ebenso oder von Jurassic World ebenso. Vielleicht tut es aber einfach auch für sie mal ganz gut, abzuschalten, einfach mal zu sehen, wie diese Kreaturen auf der Leinwand aussehen. Das kann schon ganz gut sein. Ist okay, Annette, das verstehe ich. Wie viele Punkte würdest du geben? Ich würde daher mehr geben, da die Bewegungsanimationen sehr schön sind. Und eigentlich, ich habe natürlich auch Kritikpunkte an 4, 5 von den Tieren und vor allen Dingen an dem zusammengebastelten Indoraptor. Da ist einiges biomechanisch nicht ganz logisch. Oh, ecke ich da gerade mit der Meinung von Annette aneinander, ey. Die findet alles geil, was ich scheiße finde und alles scheiße, was ich geil finde. Den finde ich echt cool, den Indoraptor. Was ist denn da jetzt nicht, also was ist denn da jetzt ihr Problem? Warte mal, das hören wir uns gerade nochmal an. Von den Tieren und vor allen Dingen an dem zusammengebastelten Indoraptor, da ist einiges biomechanisch nicht ganz logisch, aber an den anderen Dinosauriern. Aber was denn? Geh doch mal drauf ein, was nicht logisch ist. Da tendiere ich eher zu einer 7. 7 von 10. Ihr geht einfach nicht darauf ein, was daran nicht logisch ist. Annette, was ist daran was hat sie gesagt? Biomechanisch nicht ganz, was ist daran nicht möglich? Das mit dem Laserpointer oder was meint sie damit? Dass er lächelt, okay, ja gut, das kann natürlich sein, dass er lächelt. Das kann sein, dass er echt, aber warum ist das Biomechanik gar nicht möglich, wenn sie doch ganz genau weiß, dass Vieh ist zusammengewürfelt worden aus mehreren Komponenten. Warum ist es dann nicht möglich, dem Vieh eine Mimik zu geben? Aber ich denke mal, du hast recht. Ich denke mal, das wird sie damit meinen. Die Filme werden halt leider immer actionlastiger, sind deshalb in meinen Augen kein Vergleich zu Jurassic Park Filmen. Ja, du das, ja, natürlich. Aber ich meine, das muss sich einfach auch die Trilogie gefallen lassen. Genauso wie sich der Hobbit oder die neue Herr-der-Ringe-Serie den Vergleich mit der Originaltrilogie gefallen lassen muss. Auch bei Star Wars war es exakt dasselbe. Wenn du einfach so was hast, wie bei Jurassic Park, was sich Gedanken über die Thematik macht und versucht darauf einzugehen und verschiedene Standpunkte bringt, durch die verschiedenen Charaktere, die alle verschiedene Ansichten und verschiedene Eigenschaften haben, und dann kommt Jurassic World. Ja, vielleicht pinnt sich da auch zu viel rum, das kann ganz gut sein, aber ich finde das einfach extrem faul. Und dann wird es dir auch noch so hingeschmissen, so, du komm halt gefälligst damit klar und hör auf, über alles rumzunörgeln. Und ich denke mir, nein. Also, du bist halt ein Regisseur, also mach deine Arbeit auch richtig, dann nörgelt auch keiner drüber rum. Und ja, wir gucken das jetzt nochmal weiter. Ich will nicht wieder über Jurassic World herziehen. Ich gucke die Filme auch, ich bin halt nur kein riesengroßer Fan davon, wie man an die Sache rangegangen ist. Und was man eben auch für Aussagen immer wieder bringt, um sich dafür zu rechtfertigen, dass die Filme nicht so erfolgreich oder zumindest so beliebt sind, wie sie gerne geworden wären. Kurzer Funfact in der Seite, wir als Zuschauer sind angeblich dran schuld. Ne? Ist immer eine ganz geile Aussage, die Schuld auf andere zu schieben. Ja, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, sage ich gleich dazu, aber mir hat der Film auch gut gefallen. Ich bin so ein bisschen auf dem Stand, Dinos im Kino finde ich immer toll, wenn es gut animiert ist und noch eine unterhaltsame. Ja, und da haben wir auch den Punkt, glaube ich, da kann ich mich auch ganz gut dann selber irgendwie, kann ich mir in die eigene Nase greifen. Da ist meine Erwartung anscheinend, nach dem, was ich in Jurassic Park 1 und 2 bekommen habe, anscheinend ist meine Erwartung dann zu hoch für das, was da geliefert wird. Weil 3 haben wir jetzt hier sitzen. Eine von den 3 ist eine fachmännische Kraft, die wirklich Ahnung davon hat und sagen alle 3, ja, Saurier sind halt mit drin, Charaktere sind mir an sich eigentlich scheißegal. Und die Story, wenn die nicht zu komplex ist, das passt schon, also ist eigentlich alles ganz okay. Ey, wenn das die Mehrheit der Leute eben so sehen will, dann ist das halt so. Dann ist das mein eigenes Problem. Ich habe eine Story dabei, dann gucke ich mir das auf jeden Fall gerne an. Aber ich sehe es auch ein bisschen wie du. Es gibt viele Versatzstücke, da denke ich, ja, okay, das hat man schon jetzt wirklich mehrfach gesehen und es gibt auch ein paar sehr, sehr unlogische Sachen. Das möchte ich jetzt nicht konkret werden, weil dann spoilert man, aber da sind schon einige Sachen dabei, wo ich mir denke, okay, nee, das glaube ich nicht, das hätte man jetzt anders lösen können. Nichtsdestotrotz, es sind eigentlich alle Dinos auch drin, die ich toll finde. Dieser Shot ist übrigens wirklich nur drin, weil man sich gedacht hat, wir hätten gerne einen geilen Shot mit einem T-Rex. Und im Hintergrund geht halt ein Vulkan in die Luft. Da hat man sich damals gedacht, wie geil das einfach aussehen würde, wenn der T-Rex vor einem Vulkan steht und eben so ins Leere brüllt. Das war wirklich ein Gedanke dahinter. Wir schauen uns auch nochmal gerne einzelne Making-ofs an. Da sind teilweise Aussagen mit dabei, wo du wirklich halt merkst, der Gedankengang ist einfach nur falsch dabei, dahinter. Natürlich sieht's geil aus, aber
ist halt trotzdem extrem Quatsch. Und das in einem Film, wo Dinosaurier aus Moskitos geklont werden. Die ich auch schon als Kind klasse fand. Das heißt, also ich würde mich tatsächlich in der Mitte von euch einfinden. Ich würde 6 von 10 Punkten geben. Würde aber auch sagen, ich gerade fast das Kerzenwachs gesoffen. Ruhig jeder selber anschauen und eigentlich ist es auch was fürs Kino. Colin Trevorrow, nur nochmal um ganz kurz mitzuschreiben, hat die Karte vom Jurassic World Film geändert, weil er gesagt hat, er hätte gern den Mosasaurus in Jurassic World 3. Weil es sind große Tiere und die brauchen eine große Leinwand. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Tim, dass wir heute einmal eine Spezialsendung machen durften. Ganz, ganz toll. Ja, sehr gerne. Auch für uns mal was ganz Neues. Oh ja. Und danke an dich, Annette, dass sehr du gerne. Uns das Ganze ein wenig aus der Wissenschaft... Ja, aber sowas würde ich auf jeden Fall auch gerne machen. Einfach mal mit so wirklich ein paar Paläontologen quatschen. Einfach mal drüber reden, wie sieht's denn aus? Würde sowas passen? Würde sowas funktionieren? Das war schon ganz cool eigentlich hier. Abo ist auf jeden Fall verdient. Wie gesagt, einfach mal alle hier vorbeigucken und hier drauf drücken, um das Ganze zu abonnieren.